So, auf ein neues. Ich muss das nochmal neu aufnehmen. Ich schneide die Videos nicht. Ich habe auch gerade ein bisschen zu viel Wut abgelassen, zu viel Druck abgelassen wegen dem Stream, der da passiert ist. Ich will euch in dem kurzen Video hier bei GTA nur sagen, dass ich nach dieser Lehre gestern den Entschluss draus ziehe, dass wir ja so ziemlich jeden die Moderatorenrechte entziehen und Moderatoren nur noch Leuten gebe, die ich auch, denen ich auch vertrauen kann, wo ich weiß, dass nichts mit gemacht wird. Es wird jetzt einige treffen und einige nicht treffen. Da ich gestern mich nicht wehren konnte so richtig. Ich werde meine Handynummer ändern. Ja, das wird jetzt bald passieren. Ich muss das klären, zwecks meinen Vertrag, dass ich den so schnell wie möglich kündigen kann. Der läuft jetzt eh aus von meinem Handy und dass das halt so schnell wie möglich gekündigt wird, dass ich eine neue Nummer bekomme. Ich werde auch nicht mehr meine Handynummer preisgeben. Wirklich nur noch ganz, ganz eng Vertrauten. Zum Beispiel Dirk42 in Friends bekommt meine Nummer. Der andere Dirk, der mein Moderator ist, der Dirk Baubach, so heißt er, glaube ich. Und ja, halt einige hier auf dem Teamspeak. Aber da ist definitiv Schicht im Schacht. Ich habe meinen Fehler eingesehen. Ich werde auch in den Streams jetzt vorsichtiger sein. Auch gegenüber anderen Leuten werde ich jetzt ein bisschen auf die Bremse treten. Nicht, weil ich da Hate bekommen habe oder so. Die es leider dummerweise gestern mitbekommen haben, tut mir leid. Hey, Nein. I seen you ain't been on. Ja, will ich jetzt nicht. Es ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ja, es sollte eigentlich ein Entspannungsstream werden. Einfach mal ein bisschen entspannen, LKW fahren, ein bisschen über dies und das und jenes reden. Zumal ich dann echt nette Dame kennengelernt habe, ja. Und ich so ein bisschen mit ihr am Schreiben war. Und ja, weiß ich nicht. Es einfach Leute gibt, die es nicht sehen können, dass ich halt mal ein bisschen glücklich bin. Und dann wird das gleich alles geschrottet. Klar habe ich der netten Dame dann alles zukommen lassen über WhatsApp, was passiert ist. Und sie findet es auch eine Dreistigkeit, ja, eine Dreistigkeit, überhaupt noch in den Stream zu kommen. Und mir das dann alles noch privat aufzutischen und sich dann so scheiße zu verhalten, weil ich dann, nachdem ich dann das alles gelesen habe, habe ich ja gesagt, komm, verpiss dich aus meinem Leben, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ja. Dann noch rumzujaulen, dass ich die Entschuldigung nicht mal annehme, ja. Also, das ist eine ganz böse Nummer, die da passiert ist. Kann man mal hier langfahren oder kann man das mal lassen? Ist egal, wir machen das einfach. So. Es ist auch selten, dass ich GTA spiele. Das halb zwölf. Ja, das ist eigentlich so ein Spiel, was ich eher nachts spielen würde. Aber ihr wisst ja, ne? Nichts ist normal beim Cookie. Ja, das heißt, wir werden in den Streams heftiger aufpassen. Moderatoren wird sich einiges ändern. Ich werde auch nicht mehr jeden Moderator geben. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob ich euch das so anbieten kann, das Video, weil wie gesagt, es ging gestern drunter und drüber. Die es mitbekommen haben, tut mir leid. Ja, ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich kann das wirklich nicht beeinflussen, welche Leute da kommen und der Meinung sind, sie müssen halt mal so ein bisschen, ja, Blödsinn machen. Deswegen werden wir halt schon besser aufpassen. Ich werde jetzt auch
meinen lieben Dirk darauf hinweisen, den Dirk Rohrbach, dass wir noch enger drauf achten, noch gezielter gegen vorgehen, ja, sobald es um irgendwelchen Kram geht, der irgendwie den Stream sprengen könnte, dass die Laune sofort in den Keller geht, dass wir die Leute sofort rausschmeißen, weil das bringt nichts. Ja, es bringt nichts. Ich kann nicht einen Stream anfangen mit richtig guter Laune und dann kommen da irgendwelche Lauris rein und machen alles kaputt. Das finde ich blöd, das finde ich traurig. Ich möchte mal da lang fahren. So, ihr merkt, ich nehme GTA für euch auf und erkläre euch das, weil ich einfach zu blöd bin zum Schneiden. Das ist der einzige Grund. Ja, damit ihr auch mal was anderes seht. Und wir fahren jetzt einfach nur dumm Kreis. Einfach um euch zu sagen, sollte sowas nochmal passieren, dann. Also klar muss ich jetzt reagieren. Ich muss jetzt reagieren und wir werden knallhart reagieren. Indem ich jetzt einfach gut wie jeden erstmal Moderatorenrechte entziehe und die Moderatorenauswahl neu überdenke, damit wir so eine Kacke nicht haben, ja. Damit man da keine Angst haben muss, dass man schreiben kann und im Endeffekt, ja, mir passiert ja eh nichts, ich habe ja eh Moderator bei dem Dicken, dass ich da ein bisschen safer bin. Das ist übrigens der Kuruma, schönes Fahrzeug. Ich würde jetzt mich irgendwo hier hinstellen und weil mir geht das Dauergeräusch von dem Wagen auf den Sack. Könnten jetzt auch ein bisschen ballern oder so, habe ich keinen Bock zu. Aber dafür, dass ich es gerade aufnehme, läuft es eigentlich relativ leckfrei. Das heißt, ich werde auch mal streamen, GTA, ein paar Rennen, denn ich brauche dringend Geld. Und wenn ihr das auf dem PC habt, könnt ihr damit spielen. Heiße hier Raucherpause, bin aber nicht Raucher. Also, wie gesagt, nicht wundern, dass jetzt einige Autorenrechte verlieren. Aber wir werden jetzt härter durchgreifen. Ösen mit Ösen und Sushi.